Vaters. Genau deshalb schockiert das Schicksal der kleinen Hanna heute so viele in der Steiermark. Das Mädchen geht in der Nacht unbemerkt aus dem Haus in Kallwang. Suchtrupps finden die knapp Dreijährige nach Stunden leblos im Liesingbach. Die versuchte Rettung bleibt erfolglos. Hanna stirbt am Vormittag im Spital. In diesem Mehrparteienhaus in Kallwang wird das kleine Mädchen um 19.30 Uhr von seiner Mutter ins Bett gebracht. Kurz danach steht die Dreijährige unbemerkt im Kinderzimmer wieder auf, sperrt die Wohnungstür auf und geht ins Freie. Gegen Mitternacht bemerkt die Mutter, dass die Tür leicht offen, der Schlüssel umgedreht und die Kleine verschwunden ist. Sie alarmiert sofort die Einsatzkräfte. 40 Personen von Polizei, Feuerwehr und Rettungshundebrigade durchkämmen die ganze Gegend. Manuel Jansenberger gehört zu jenem Suchtrupp, der das Mädchen um 2.40 Uhr, etwa einen Kilometer vom Wohnhaus entfernt, leblos im Liesingbach treibend findet. Ist einer klein gekupft und der hat es gleich rausgeschnappt und uns einen drüber gegeben. Und dann haben wir es gleich in die Jacken eingemantelt, sind dann gleich einmal aufgegangen da, wo die Rettung dann gekommen ist mit dem Notarzt. Das Mädchen muss laut Auskunft der Ärzte mindestens eine Stunde lang im Wasser gelegen sein, denn es wird mit einer Körpertemperatur von nur 10 Grad ins LKH Graz gebracht. Wir haben das Mädchen um 5 Uhr in der Früh hier nach Graz unter laufender Wiederbelebung durch den Notarzt herbekommen, haben dann noch 5 Stunden im Operationssaal versucht, mit einer Maschine den Kreislauf wieder so in Gang zu bekommen, aber es scheint da Schaden so groß gewesen sein durch diesen langen Kreislaufstillstand im Bach, dass das Kind leider um 10 Uhr verstorben ist am Vormittag. Ungeklärt ist, warum das Mädchen die Wohnung verlassen hat und vor allem, wie es der Dreijährigen möglich war, in der Nacht im Pyjama eine so lange Strecke zurückzulegen. Die Eltern stehen unter Schock und werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Das Kriseninterventionsteam ist immer zur Stelle.